Das Video heute richtet sich an alle Menschen, die zur MPU müssen, aber sich denken, scheiß drauf, ich habe keinen Bock darauf, ist doch eh eine Abzocke, ist alles eine Verarsche in Deutschland. In anderen Ländern gibt es sowas ja nicht, was ja gar nicht stimmt, aber deswegen mache ich das Ganze nicht. Und ja, warte jetzt auf die Verjährung, warte auf 15 ganze Jahre, weil ich weiß oder gegoogelt habe, dass ich dann nicht mehr zu dieser blöden MPU gehen muss. So, und das Problem ist einfach, dass du in dieser Zeitspanne erstens natürlich deinen Führerschein ziemlich lange nicht hast, was ziemlich kacke ist, oder du klassischerweise auch häufig schwarz fährst und dabei auch hochgenommen wirst, was auch ziemlich kacke ist. Der andere Aspekt ist aber auch das Finanzielle. Du wirst richtig viel Geld verlieren, wenn du auf deinen Führerschein verzichtest. Aber was meine ich jetzt damit? Nehmen wir jetzt mal das klassische Beispiel, du bist Elektriker, brauchst dann Führerschein, um natürlich dann auch zu den Kunden zu fahren. Und wenn du den Führerschein nicht mehr hast, kannst du ja auch nicht mehr zu den Kunden fahren. Und das bedeutet dann einfach nur, dass du entweder den Job los bist und dann nicht mehr das gleiche Geld verdienst, oder du wirst runtergestuft und verdienst dann auch nicht mehr das gleiche Geld. Wobei die zweite Option immer noch die beste wahrscheinlich wäre. Aber lass uns das einfach mal hier einmal anrechnen oder durchrechnen vielmehr. Angenommen, du verdienst 2500 Euro, weil du jetzt deinen ursprünglichen Beruf nicht mehr ausüben kannst. Dann verdienst du 2500 Euro. Das mal 12, weil wir ja 12 Monate haben, wären 30.000 Euro. Und das jetzt mal 15, sind 450.000 Euro, die du in den 15 Jahren in dieser Tätigkeit verdienst, wenn wir davon ausgehen, dass dein Gehalt immer gleich bleiben wird. Plus Inflation noch zugerechnet, ist es natürlich wieder eine andere Geschichte. Jedenfalls sind es 450.000 Euro, die du jetzt verdienen würdest. Wenn du aber deinen anderen Job wieder hättest, wenn du wieder nach draußen rumfahren könntest zu den Kunden und du dann beispielsweise als Elektriker 3.400 Euro wieder verdienen würdest, wenn du den Führerschein hast, das wieder mal 12, sind dann 40.800 und dann wieder mal 15 wären jetzt 612.000 Euro, die du dann verdienen würdest in 15 Jahren. Und jetzt muss man natürlich mal gegenrechnen. Das heißt, 450.000 in Relation zu 612.000, da kommen wir auf 162.000 Euro, die du einfach verschenken würdest, nur weil du es nicht einsiehst, den Führerschein zu machen, beziehungsweise die MPU zu machen. Meistens aber auch nur, weil du schon mal abgezogen worden bist oder weil du einen scheiß Psychologen hattest, der dich direkt durchfangen lassen hat. Das liegt aber daran, weil du entweder zum falschen Institut gerannt bist oder einen scheiß Vorbereiter hattest, was leider häufig der Fall ist. Und dann viele Menschen denken, hey, das ist eine Abzocke, oder man fällt immer durch bei der MPU, was totaler Käse ist. Du musst einfach nur einen richtigen Plan haben. Du musst wissen, wie du dich richtig vorbereitest und was du bei der MPU alles erzählen sollst und was du besser nicht erzählen solltest. Und das machen wir seit Jahren schon sehr, sehr erfolgreich. Es gibt hier auf YouTube sehr, sehr viele Erfolgsgeschichten von Menschen, die aus Berlin gekommen sind, aus München, aus Bayern und extra zu uns nach ins Büro, nach Ratingen, weil sie mit uns eine Erfolgsgeschichte dann daraus halten wollten, weil sie so verdammt stolz waren, den Führerschein nach ein paar Jahren endlich wieder zurückzuhaben. Das haben wir mehrfach bewiesen, wie das Ganze funktioniert. Kannst das Ganze einfach mal bei unserem YouTube-Kanal dir anschauen. Gehst auf Sedura und dann auf die Playlist auf Erfolgsgeschichten. Da sind sehr, sehr viele Menschen, die ihre Erfahrungsberichte einfach auch preisgeben, auch was sie vorher schon ja für Erfahrungen gemacht haben mit anderen Anbietern oder Vorbereitern. Und dann siehst du einfach, dass das hier kein Abzockverein ist, den wir haben, sondern dass es eine wirklich echte Dienstleistung ist, für die ich auch mit meinem kompletten Namen dahinter stehe. Und wenn du einfach auch dir das vielleicht schon mal angeschaut hast oder jetzt auch durch diese Rechnung gemerkt hast, ey, der Typ in der Kamera, der hat wirklich recht auf dem Bildschirm, meine ich. Ich muss jetzt wirklich was an meiner Situation ändern. Dann kannst du dich auch bei mir gerne mal zu einem kostenlosen MPU-Beratungsgespräch eintragen. Dazu besuche einfach die Internetseite, am besten von deinem Handy aus, sedura.de. Und dann trägst du dich kurz in ein Formular ein, damit ich weiß, wer du bist und wo du auch aktuell stehst. Und danach rufe ich dich einmal unverbindlich an und dann machen wir auch in diesem Telefonat ein kostenloses Erstgespräch, einen Termin aus. Und das ist dann eine Videotelefonie. Das heißt, du musst nicht extra zu mir kommen, hier nach Düsseldorf, sondern kannst alles von zu Hause aus machen, direkt nach Feierabend vom Sofa aus, ist mir im Prinzip egal. Und dann erkläre ich dir genau, wie das Thema wirklich funktioniert und was du auch eventuell in deiner Vergangenheit alles falsch gemacht hast, gerade auch bei bisherigen MPU-Versuchen. Deswegen kurz eintragen, sedura.de, und ich freue mich, wenn ich dich bald persönlich mehr kennenlernen kann. Über Monate hinweg begleitet. Man hat immer Rückhalt, ne? Und man ist auf jeden Fall top vorbereitet. Ne? Also man geht eigentlich mit einem guten Gewissen in die Prüfung und man kommt eigentlich mit einem Top-Ergebnis wieder zurück. Ne? Also kann ich nur empfehlen.